Hallo, wir haben ja in einem der vorigen Videos erklärt, was eine Faltung ist. Ja, wenn man eine Faltung verstanden hat, dann kann man ganz viele Sätze herleiten, in denen Faltungen vorkommen. Das sind ganz nützliche Sätze und einen davon wollen wir jetzt beweisen, das ist der Faltungssatz der Laplace-Transformation. Ich habe den hier unten rechts nochmal hingeschrieben, den haben wir ja schon angewendet. Und zwar sagt er, wenn ich ein Produkt hier im gelben Kasten, wenn ich ein Produkt zurücktransformieren möchte, dann wird aus dem Multiplikationszeichen ein Faltungszeichen. Ja, ich kann also ein Produkt zurücktransformieren, aber ich muss aus dem Malzeichen ein Faltungszeichen machen. Ja, und diesen nützlichen Satz, wo Faltungen drin vorkommen, nämlich hier im Zeitbereich, den wollen wir jetzt beweisen. Ja, wir beginnen hier oben links und zwar überlegen wir uns zunächst einmal, was ist die Laplace-Transformation einer Faltung? Gut, der erste Schritt ist, ich wende die Definition einer Faltung an. Ja, ich habe ja hier die Faltung f gefaltet g. Und darauf wende ich die Definition an. Das ist dieses Integral hier. Ja, ich habe das hier in blau hingeschrieben, die Faltung. Und das Integral, was dieser Faltung entspricht, laut der Definition, habe ich auch in blau hingeschrieben. So, der nächste Schritt ist, ich habe ja hier noch eine Laplace-Transformation. Der nächste Schritt ist, ich wende die Definition der Laplace-Transformation an. Ja? Gut, da muss ich mir zunächst einmal überlegen, nach welcher Variable transformiere ich eigentlich? Ja, was ist die Ausgangsvariable? Ja, ich habe ja hier als Argument der Laplace-Transformation dieses Integral hier und dieses Integral ist nichts anderes als eine Funktion von t. Ne, sehe ich hier dran, weil die Faltung ist ja auch von t abhängig, kann ich mir aber auch anders erklären und zwar habe ich ja hier ein bestimmtes Integral. Und wenn ich das ausrechne, dann fällt dieses Tau hier, das fällt weg. Ich integriere ja nach Tau, aber weil es ein bestimmtes Integral ist, setze ich ja die Integrationsgrenzen ein, dann fällt Tau am Ende weg und übrig bleibt t. Ja, das hier ist also ein Integral von t und deshalb muss ich die Laplace-Transformation auch nach t durchführen, mit der Variablen t. Ja, und das mache ich. Und deshalb steht hier dt. Ja, und hier steht e hoch minus s mal t. Ja, also nochmal einfach nur formal die Definition der Laplace-Transformation durchführen, anwenden. Und ich muss natürlich wissen, nach welcher Variable ich transformiere. Und das sehe ich hier dran. Das ist die Variable t. So, jetzt haben wir hier so ein hässliches Doppelintegral erhalten. Also Doppelintegrale und dann noch mit unterschiedlichen Integrationsgrenzen ist eine miese Sache. Ja, aber wir müssen das irgendwie ausrechnen. Normal mit der Jordan-Matrix und so weiter. Wie gesagt, ganz hässlich. Und wir machen stattdessen einen kleinen Trick. Ja, und zwar machen wir die Integrationsgrenzen einfach gleich. Dieses t hier lasse ich einfach zu unendlich werden. So, jetzt werdet ihr sagen, darf ich doch nicht, ne? Weil hier integriere ich ja nur bis t und hier integriere ich nach t immer weiter. Da kommt ja noch was dazu. Stimmt, das darf ich nicht, außer ich führe einen Korrekturfaktor ein. Ich sorge dafür, wenn ich bis unendlich integriere, dass der Integrant nach t zu 0 wird. Und dazu benutze ich diese Funktion, das ist hier das untere der drei Bilder. Das ist also eine Funktion, die hat bis t den Wert 1 und ab t hat sie den Wert 0. Ja, und mit dieser Funktion, das ist u von t minus tau, die erkläre ich gleich, u von t minus tau, da multipliziere ich den Integranten und dadurch sorge ich dafür, dass ab der Stelle t der Integrant zu 0 wird. Ja, und dann kann ich ruhig nach t weiter integrieren. Das stört ja niemand. Der Integrant ist ja da nur noch 0. Da kommt ja nichts mehr zum Integral dazu. Ja, das ist also der Trick. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie komme ich zu dieser Funktion hier?
Ja, was ist das für eine Funktion? Also erstmal ist das eine Funktion, die hat bis t den Wert 1 und hier hat sie den Wert 0 und eine Funktion, die zwischen 1 und 0 wechselt, das ist die Einheitssprungfunktion, Unit Step Function, ja, und die habe ich hier oben. Ja, die hat auch nur zwei Werte, das ist schon mal ein guter Ansatz. So, jetzt mache ich Folgendes, die Unit Step Function, die Einheitssprungfunktion, die hat ja erst den Wert 0 und geht dann auf 1, aber ich suche eine Funktion, die erst den Wert 1 hat und dann auf 0 geht. Und deshalb mache ich Folgendes, ich drehe das Argument um, ich spiegel das, ne, ich spiegel den Graphen, das heißt aus tau wird minus tau. Ja, ich habe also hier jetzt eine Funktion, die ist an der y-Achse sozusagen hier gespiegelt. Ja, die hat erst den Wert 1 und geht dann auf 0 runter. Unit Step Function von minus tau. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie die Verschiebung hinbekommen. Ja, die soll ja nicht bei 0 runtergehen auf 0, sondern bei t soll sie auf 0 absinken. Ja, und deshalb addiere ich noch t hinzu und dadurch wird die ganze Funktion um t Einheiten nach rechts verschoben. Gut, das ist jetzt eine knifflige Sache, da habe ich mich auch erst vertan. Normalerweise, wenn ich etwas addiere zum Argument, verschiebt sich die Funktion ja nach links. Ja, aber da müsst ihr so ein bisschen aufpassen, das ist ja eine umgekehrte Funktion. Wir haben die ja im zweiten Schritt umgekehrt laufen lassen. Ja, da ist es genau, das ist dann umgekehrt, wenn ich etwas addiere, geht die Funktion nach rechts. Ja, wie gesagt, ist eine knibbelige Sache, aber auf jeden Fall diese Funktion hier, u von t minus tau, ja, könnt ihr euch ja nochmal aufmalen, habe ich ja auch gemacht. Also, aber auf jeden Fall diese Funktion u von t minus tau, ja, das ist die Funktion, mit der ich hier multiplizieren muss, ne, den Integranten. Dann darf ich auch die Integrationsgrenze bis unendlich gehen lassen. Ja, und dann habe ich eben zwei Integrale mit der gleichen Integrationsgrenze. So, der nächste Schritt ist jetzt folgender. Dieses e hoch minus s mal t, ja, das ziehe ich jetzt in dieses Integral hier rein. Gut, da gibt es ja den Satz, konstante Faktoren darf man aus einem Integral rausziehen oder reinbringen. Ne, die kennt ihr aus der Schule. Aber ist das denn hier ein konstanter Faktor? Ja, ne, ich habe ja hier zwar zwei Variablen, aber die Variable des Integrals, die heißt ja tau. Und die Variable tau kommt hier nicht drum vor. Da sind ja zwei andere Variablen. Ja, und deshalb ist das für dieses Integral hier aus Sicht dieses Integrals, eines Integrals, wo ich nach tau integriere, ist e hoch minus s mal t eine Konstante und deshalb kann die da reingezogen werden. Ja, und das mache ich dann auch und erhalte dann dieses hier. So, der nächste Schritt von hier nach hier, da vertausche ich die Integrationsreihenfolge. Ja, ich habe ja das blaue innere Integral, das hängt von tau ab, das sehe ich ja hier und hier. Das geht also hier und hier nach außen. Ne? Hier habe ich ja tau gleich 0 bis unendlich. Das rückt nach außen, das Integrationszeichen. Und dieses d tau geht auch nach außen. Ne? Deshalb habe ich jetzt dieses blau gezeichnete, das habe ich jetzt außen blau gezeichnet. Gut, darf ich das überhaupt, darf ich die Integrationsreihenfolge vertauschen? Also, da gibt es den Satz von Fubini, oder besser gesagt, das ist so ein Satzkomplex, und der nennt hinreichende Bedingungen, unter denen, falls diese Bedingungen erfüllt sind, ich die Integrationsreihenfolge vertauschen darf. Ja, und eine davon lautet, wenn der Betrag des Integranten dieses Doppelintegrals kleiner als unendlich ist, dann darf ich die vertauschen. Ja, und das ist bei uns der Fall. Gut, da könnte man jetzt denken, wenn ich bis unendlich integriere, dann könnte ich ja doch etwas rausbekommen, was unendlich ist. Aber wir haben ja hier unsere Unit Step Function eingeführt, ja, und die sorgt eben dafür, dass nach t nichts mehr hinzukommt. Ja, ich habe zwar formal gesehen noch ein unendliches Integral. Das könnte wirklich, so wie hier steht, gegen unendlich gehen und die Bedingungen nicht erfüllen. Ja, aber die Unit Step Function, die macht das wieder weg.
Ne? Und außerdem sollen die Funktionen F und G jetzt, ich sag mal, nichts super Exotisches sein, so mit Polen und so weiter, ja, sondern ganz normale Funktionen aus der Schulmathematik. Und dann funktioniert das. Ne? Müssen wir nochmal ganz genau drauf eingehen in den Kursen zur mehrdimensionalen Integralrechnung. Gut, aber es funktioniert. Ich vertausche also die Integrationsreihenfolge, dieses Tau, was ich hier habe, im Integralzeichen und hier beim Differential, das rückt nach außen. Ne? Einmal hier, d Tau rückt nach außen und Tau gleich 0 bis unendlich, dieses Integralzeichen rückt auch nach außen. Ne? Habe ich auch in blau gemacht. Gut, der nächste Schritt ist folgender. Wir haben ja hier im Integranten g von Tau. Ja, im inneren Integral. So, das innere Integral hängt aber von t ab. Dann ist g von tau eine Konstante, genauer gesagt ein konstanter Faktor, und den darf ich vor das Integral ziehen, und das habe ich hier dann auch gemacht. So, da bleibt jetzt hier was übrig. Dieses grüne, das habe ich jetzt mal grün gemalt, dieses innere Integral. Und wenn man da mal hinguckt, dann ist das, ich habe das hier nochmal hingeschrieben, das ist die Laplace-Transformation, das sehe ich daran, weil hier steht e hoch minus s mal t und hier dt. Das ist formal gesehen die Laplace-Transformation von diesem Produkt hier, f mal u. Wobei die als Argument beide t minus tau haben. Ja, also formal gesehen liegt hier, ich habe es ja hier nochmal hingeschrieben, eine Laplace-Transformation von diesem Produkt vor. Und deshalb schreibe ich dahin, das ist die Laplace-Transformation von diesem Produkt. So, und dieses Produkt hier, davon die Laplace-Transformierte, das ist ein ganz berühmter Satz. Das müsste der zweite Verschiebesatz sein und den habe ich auch bewiesen. Ja, und der Verschiebesatz sagt, also wenn ich so ein Produkt habe, die eine Funktion ist beliebig und die andere ist eine Unit-Step-Function und beide sind um den gleichen Betrag verschoben, dann ist das Ergebnis dieser Laplace-Transformation e hoch minus s mal tau mal f von s. Wobei Tau die Verschiebung ist. Dieses kleine hier ist übrigens ein Tau. Hätte ich größer schreiben sollen. Gut, also kann ich dieses grüne Integral hier schreiben als e hoch minus s mal Tau mal f von s. Ja, das habe ich im anderen Video bewiesen. Ich verlinke das. Gut, jetzt habe ich hier ein Integral von Tau. Ja, und die Variable s. Ich habe ja hier f von s, die Variable s oder f von s ist dann eine Konstante. Ja, denn integriert wird hier nach tau und weil hier in f von s kein tau drin vorkommt, ist das eine Konstante. Und Konstante darf ich vor das Integral ziehen, das mache ich dann hier auch. So, und was hier übrig bleibt, ist ein Integral. Und das ist wieder formal gesehen eine Laplace-Transformation. Und zwar von der Funktion g von tau. Ja, gut, also sonst steht da immer t, aber jetzt steht hier überall tau. Ne? Hier steht tau statt t, bei der Funktion steht tau statt t. E hoch minus s mal t wird zu e hoch minus s mal tau. Und statt dt steht hier d tau. Also überall an allen vier Stellen, da wo sonst t steht, steht jetzt tau. Ist aber genau das gleiche, ist die Laplace-Transformation von g von tau. Ja, und das ist dann eben g von s. So, und jetzt habe ich herausgefunden, was die Laplace-Transformation einer Faltung f gefaltet g ist. Das ist nämlich die Bildfunktion des ersten Faltungsoperators oder des ersten Argumentes der Faltung mal die Laplace-Transformation des zweiten Faktors dieser Faltung. Ja, und jetzt bin ich fast am Ende. Jetzt muss ich nur noch auf beiden Seiten, das habe ich hier hingeschrieben, die Laplace-Rücktransformation durchführen. Wenn ich auf der linken Seite die Laplace-Rücktransformation durchführe, dann heben sich Laplace-Transformation und Rücktransformation auf und da bleibt die Faltung übrig. Das habe ich hier hingeschrieben. Und wenn ich auf der rechten Seite die Rücktransformation durchführe von diesem Produkt, dann habe ich die Rücktransformation von diesem Produkt. Das schreibe ich einfach nur formal dahin.
Ja, und das ist der Satz, den ich beweisen wollte, der Faltungssatz der Laplace-Transformation. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.